Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Part Batman Arkham Asylum. So, wir haben uns jetzt im letzten Part noch die Biografie von Harley Quinn angeguckt und sind in diesem Lüftungsschacht hier stehen geblieben. Da wollen wir doch mal weiter gucken. Mal gucken, wir haben ja hier so verschiedene Möglichkeiten. Oh, Moment, was ist das? Riddler-Trophäe. Von Edward Nygma alias der Riddler in Arkham Versch. Okay. Hashtag Sammelobjekt. Kann ich da mal. Nee. Okay, natürlich. Der Riddler. Story. Aufgrund seines zwanghaften Ringens nach Aufmerksamkeit ist Edward Nygma auf dem besten Wege, der absonderlichste Schurke von Gotham City zu werden, zumal er an den Orten seiner Verbrechen meist obskure Spuren und Rätsel zurücklässt. Batman hat bereits mehrmals bewiesen, dass er in der Lage ist, die Pläne des Riddlers zu durchkreuzen. Letzterer ist allerdings fest entschlossen, ein Mysterium zu erschaffen, das der dunkle Ritter nicht rechtzeitig lüften kann. Ah, wieder so ein Vollidiot. Okay. Eddie Nashton. Ja, hört sich ja eigentlich ganz nach einem netten Kerl an, so der Name, so ganz normal. Ne? Eddie Nashton. Okay. Verstand eines Genies, getrieben vom Verlangen, sich mit Gesetzeshütern zu messen, indem er Hinweise auf geplante Verbrechen hinterlässt. Ständig auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Quasi auch so eine Art Vollidiot. Okay, aber das. Sollte jetzt schon irgendwie so ein Sammelobjekt gewesen sein. Ich hoffe mal, ich. Nein, ich möchte gerne diesen Typen da mal anvisieren. Okay. Der rennt jetzt erstmal weg. War da nicht noch eins? Egal. Oh. Wir sind hier in einem. Könnten ja mal gucken, wo wir uns befinden. Korridor. Wo auch immer. Ich schätze mal, das ist jetzt mehr geworden. Das war vorher weniger. Ich schätze mal, immer wenn wir einen neuen Bereich erkunden, wird der dann zur Karte hinzugefügt. Ich glaube, ich schaue es erstmal hier nach. Warnung, Entgiftungsraum. Gifte entdeckt. Gifte entdeckt. Ablenkungskorridor. Oh nein, Batman! Oh. Wir haben jetzt die Kontrolle. Fuck you. Gut. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als hier lang zu gehen. Sie ist verschlossen. Es geht weder rein noch raus. Verdammt, Sie sind da drin eingeschlossen. Was ist das für ein Zeug? Jokers Gift. Hör zu, der Raum ist voller Giftgas. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Gehst du da rein und hilfst ihnen, Batman? Oh mein Gott! Die sterben alle da drin! Okay. Wir haben hier wohl einige Funktionen, die mit der Leertaste gemacht werden. Dazu gehört Sprinten, dazu gehört Klettern. Ich kann Leute sehen. Sie bewegen sich noch. Ich kann tote Menschen sehen. Das ist kein einfacher Ausbruchsversuch. Joker hat das geplant. Davon gehe ich aus. Oh. Haben will. Ihnen wird nichts passieren. Bleiben Sie hier. Laufe, um Spalten automatisch zu überspringen. Halten, laufen und springen. Wahnsinn. Wie komme ich jetzt da drüben rein? Wahrscheinlich durch das Loch da unten.
Ich kann nicht! Ich falle! Wie komme ich da unten rein? Steve versuchte, die Ventilatorsteuerung zu erreichen und den Raum zu entlüften, als es explodierte. Bitte, du musst Steve helfen. Er hält nicht länger durch. Haben wir hier irgendwo... ich ja schon irgendwie gerne. Kann man das hier irgendwie machen? Ich würde ja schon zu gerne da ran. Aber ich glaube nicht, dass ich da runterspringen sollte. Oh Gott, nein. Kann ich damit was anfangen? Nein. Ach, da ist wieder einer. Nicht glauben, dass er mich hier gelassen hat. Dieser Sohn einer... Ich würde sagen, das war gerade ziemlich knapp. Das war doch hier so einer von diesen... Das ist so ein Bösewicht. Okay, ist da in der Schiefmodus. Wechseln, okay. Absaugventilator dienen in der Anstalt von Arkham als Toxin und Luftfilter. Sollte man vielleicht... Was? Joker Toxinzylinder. Langsam Qual von Tod. Okay, wir wollen jetzt erstmal dahin. Ich verfolge das Tier, das das getan hat. Leave no man behind. Batman, das Absaugsystem! Steve hat versucht, an das Schaltpult am Ende des Raums zu gelangen. Status verstorben. Das sind aber noch ein paar Lebende, oder? Okay, wo... Wo bin ich jetzt hier eigentlich? War ich hier nicht... Hier war ich schon mal und ich hab dem da nicht hochgeholfen. Da bin ich einfach an dem vorbeigerannt, what the fuck? Okay. Ich muss wohl irgendwie da runter, wa? Zylinder mit der vom Joker hergestellten tödlichen Chemikalie. Sie greift das Nervensystem an und versucht einen langsamen und qualvollen Tod. Sollte ich da jetzt hin? Nein, sollte ich nicht. Okay. Vielleicht sollte ich irgendwie diese Lüftung, das Lüftungssystem einschalten. Kann ich da was machen? Von wegen Lüftungssystem? Sicherheitssteuerung. Diese von Raintech entwickelten Kontrollpunkte gegen Hackerangriffe gesichert. Die Subsysteme wurden von Lucifer entwickelt. Und kann ich da jetzt was machen mit? Ich bin gerade dezent verwirrt. Was ich hier machen soll oder nicht machen soll. Ah, das ist der Typ, der da hinten dran steht. Aber kann ich da jetzt was machen? Naja, ich kann jetzt hier nur wieder zusehen, dass ich wieder raufkomme. Sheet. Gut, hier bin ich jetzt wieder. Da ist dieses Teil. Wie komme ich da? Kann ich da irgendwie hinkommen? Ist da was? Gehen wir erstmal wieder da rauf. Dann können wir mal hier ein bisschen uns umgucken. Nein, ich wollte hier das machen. Zustand bewusstlos, ja. Wahnsinn, wie ich jetzt hier einfach nicht...
gebacken kriege. Hier rauszufinden, was ich machen muss. Wobei, ich könnte ja mal... Intensivbehandlung, Entgiftung ist wohl mein Ziel, aber... Fragt sich das halt nur wie. Da ist der Kontrollschalter an der Absaugvorrichtung. Ein gut gezielter Batarang könnte ihn einschalten. Zugang zum Entgiftungsraum ist jetzt gestattet. So, dann gucken wir uns doch jetzt mal hier um. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Beziehungsweise im Großen und Ganzen möchte ich ja eigentlich jetzt dieses Sammelobjekt da holen. Natürlich. Kriege ich das irgendwie dahin? Da reinzukommen oder so? Was haben wir? Da war doch eben noch was anderes. Ach, leer zum Klettern. Wobei er das auch selber macht, wenn man da einfach dran geht. Hallo, ist da jemand? Officer North. Officer North, können Sie mich hören? Bill, bist du da? Geht jetzt da die Tür eigentlich einfach so auf? Ja. Ich glaube, ich mach das jetzt hier nochmal. Können Sie mich hören? Hallo? Schaue ich mich jetzt nochmal hier um. Ja, ja. Ich glaube, das wissen mittlerweile alle, dass der Joker entflohen ist. Hier ist nichts. Ich will dieses Ding da haben. Aber die einzige Möglichkeit ist, von unten da durch diesen Dings reinzukommen. Schade. Elektronische Sicherheitstore verhindern die Flucht der Patienten der Anstalt. Ja, verhindern ist auch, dass wenn man da reinkommt. Ach, gucke mal an. Wahnsinn. Okay. Gibt's noch mehr von diesen Teilen? Gibt's hier vielleicht auch noch die Möglichkeit? Also, hier komme ich immer noch nicht rein. Leider. Mach langsam mit. Hey. Diese, ja, das hatte man ja schon einmal, aber wie kriegen wir das? Können wir da was machen? Können wir da nichts machen dran? Ja toll, hier kann ich klettern, aber was bringt mir das? Darauf zu klettern. Ich möchte hier dieses Dings abschalten. Okay, das funktioniert halt einfach mal fein gar nicht. Zentrale Aufsicht, bitte antworten. Schade, dass hier auch nicht mal irgendwie so eine Art Lüftung ist, über die ich da reinklettern könnte. Echt schade. Das muss doch da eine Möglichkeit geben, da reinzukommen. Ich will dieses Ding haben. Ich gehe jetzt nicht eher hier weg, als bis ich das Ding da habe. Hier kann ich halt leider echt nichts machen, ne? Okay,
Okay, ich geb's auf. Wahrscheinlich bin ich nur blöd und find den richtigen Weg einfach nur nicht. Das hier auch nochmal. Hier ist doch auch noch Gang unten drunter. Aber hier... Das hat hier nur da reingeführt. Warte mal. Naja, das führt nur da rein und auf der anderen Seite wieder raus. Oder umgekehrt. Hier ist gar nichts. Schade. Und hier, die haben es alle nicht überlebt. Schauen wir mal hier weiter. Glaubst du wirklich? Da kann ich hoch. Guck mal, da Schmierfinken. Ist ja fürchterbar. Hier ist zu. Tschüss hier. Eieieiei, Max-Kombo-Bonus. Ich glaube, das habe ich gerade gut gemacht. Möchte da irgendwie gerade jetzt noch mal gar nicht, lang gehen. Wieder falsche Taste gedrückt. Ich wollte hier mal nachgucken, was da oben wohl ist. Also da ist auf jeden Fall ein Lüftungsgitter. Ja. Ach, da muss ich das mit F machen. Fragt sich jetzt nur, was bringt's mich? Gehen wir nochmal hier rüber. Und mit Sicherheitsbolzen an den Wänden befestigt. Ja, kann ich da was machen? Nee, scheinbar nicht. Dann, oder ich hab's einfach noch nicht rausgefunden, wie das geht. Moment mal. Ich gehe jetzt nochmal da rauf. Guck mal, ob ich hier vielleicht... Na gut. Dann gehen wir halt hier lang. Was soll's? Mach nix, muss mal gucken zu. Ob es hier noch was gibt? Jetzt so zum Hochklettern? Okay, will er nicht. Wie viel das wohl sind, die ich da machen muss für die Herausforderung? Da war doch was mit Herausforderung mit diesen Dingern da. Oh, da ist er wieder, der Joker. Es gibt kein Entkommen, Joker. Ich finde dich. Damit rechne ich, aber noch nicht jetzt. Oh, ist der groß. Wahnsinn. Und ich kriege jetzt hier gleich mal so ein Leer zweimal tippen Richtung Ausweichen. Ah, sehr schön. Und jetzt? Okay. Nee, ich würde sagen, das ist wohl hier so eine Art kleiner Bosskampf. Und bevor wir den uns jetzt hier stellen und den hoffentlich meistern, würde ich sagen, mache ich hier Schluss und im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.